Ihr wisst ja, ne? Ich stehe auf Survival. Und Strategie. Eine geile Kombo für mich. Geht Deutsch schon. Ja. Das ist auch schon mal geil. Deutsch geht. Video-Settings. Ultra. Ich gehe mal bei der Lautstärke auf 60 runter. Das ist meistens sinnvoll. Control-Settings lassen wir mal. Also dann gucken wir mal, was das Spiel hier macht. Wir sind in Schutzbunkern unter der Erde geboren, aufgewachsen und unterrichtet worden. Und jetzt erheben wir Anspruch auf die dünn besiedelte Erdoberfläche. Eine von Dürre heimgesuchte und vom uralten Kriegen gezeichnete Einöde erwartet uns. Sie ist nicht ganz so leblos, wie wir erwartet hatten. Doch das macht sie nicht weniger gefährlich. Selbst dort, wo das karge Land aufs Meer trifft, scheint uns das ungenießbare Wasser nur noch mehr zu verwöhnen. Okay. Beim Anblick der Unwirklichkeit des potenziellen Lagers sind wir kurz davor, mit eingezogenem Schwanz in unseren Schutzbunker zurückzukehren. Aber ich bin immer noch von dem Spiel gerade geflasht. Aber es gibt zwei flache Brunnen und bei weiteren Erkundungen entdecken wir ein paar spärliche Beerensträuche und Schrotthaufen. Der Ort ist zwar den Elementen ausgesetzt, verfügt aber über die Grundvoraussetzung, um es hier zu schaffen. Ey, ohne Witz, also... Ich bin gespannt. Tut mir leid, Homesick, dass du jetzt direkt nach diesem Spiel gespielt wirst. Ich bin mir sicher, du hast auch was auf dem Kasten. Aber ich bin gerade eben trotzdem immer noch sehr geflasht von New Cycle. Today is June 6, 2101. I'm afraid that this may be one of the last of my writings. The water's finally run out down here. Just like it did in the old world, all those years ago. The others are finally prepping to leave, to emerge back into the world. Because now they must go, perish from thirst. I was just a child when the rivers ran dry and the bombs began to fall. And now I've lived an entire lifetime in the darkness of this place. I barely even remember the world of my childhood. A world underneath the bright sun and blue sky. My skin is pale, my muscles are weak. I'd only be a burden to them in the harsh journey ahead. But they're still young and adaptable. I know firsthand of their strength and resilience. There's water to be found up there. We'll be the ones to find it. If there's anything to salvage from the ruins, they'll be the ones to do so. They know nothing of the society of the old world. They are the ones who might have a chance to rebuild civilization. Okay, also auch wieder Zivilisation aufbauen. Kapitel 1. Durst. Wohl. Hier ist die Grafik schon mal ein bisschen minimalistisch. Aber das muss nicht schlecht sein. Ich gucke normalerweise immer erstmal auf die Gameplay-Elemente. Unsere wenigen Habseligkeiten sind endlich ausgepackt. Jetzt wird es Zeit, alles Nötige für unser Überleben zu beschaffen. Unsere erste Priorität ist die Sicherung von Nahrung, Wasser und Schlupf. Aber das wird nicht einfach. Wir sind aber alle hochmotiviert und bereit mit. Lebensblut. Unsere Gemeinschaft braucht eine neue Trinkwasserquelle. Wir müssen etwas bauen, mit dem wir das Wasser am Grunde unserer provisorischen Brunnen erreichen. Allem Übel sind auch noch unsere abgepackten Rationen aufgegeben. Wir müssen das Risiko eingehen und das erklären, was wir draußen finden können. Baue eine Wasserextraktionsanlage um einen Wasserspeicher und baue ein Nahrungslager in der Nähe eines Bärenstrauchs. Verbinde sie mit. Okay. Bonus 8% wahrscheinlich Happiness. Okay. Ah ja. Wir können auch hier Pause machen. Ich kann hier nicht
die den Winkel ändern. Ich kann nur rein und raus zoomen gehen. Das hier ist wohl Greenite. Das hier ist Salzwasser. Das hier ist kontaminiertes Wasser. Das hier ist schlechtes Wasser. Wow, wir haben sehr viele Wasserarten. Und das ist sauberes Wasser. Dann gibt es noch Nahrung und Schrott. Okay. Sammlung und Umwandlung. Sammlung. Wasserextraktion. Also einfach direkt mal hier reinklatschen. Gut. Dann Umwandlung. Wasserspeicher. Was heißt sie miteinander verbinden? Ah, jetzt sehen wir auch die Leute hier rumlaufen. Miriam Reyes wird bauen. Da sehen wir ihre Zufriedenheit, Lebenspunkte, Durststatus, Nahrungsstatus und das hier. Zustand ausrücken. Ungewiesene Unterschrift keiner. Ungewiesene Arbeitsstelle keine. Also das Spiel ist auf jeden Fall ein bisschen simpler als das andere, aber muss ja nicht schlecht sein. So, jetzt kann ich hier Leute zuweisen. Wie viele Leute habe ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich baller mal jetzt hier 8 Leute rein. Fünf mal. Was ist das hier? Schrott können wir auch schon mal auseinandernehmen. Das hier erinnert mich jetzt gerade sehr stark an Endzone. Also wirklich sehr stark. Wir machen mal dich dahin. Verbindungen. Um zwei Gebäude miteinander zu verbinden, öffne den zweiten Reiter eines Gebäudes. Klicke auf das Plus-Symbol und wähle das Gebäude aus, mit dem du es verbinden möchtest. Bei Wasserverbindungen musst du außerdem die Qualität der Verbindung auswählen. Verzeichnis. Ja, das habe ich schon festgestellt. Also dann muss ich die miteinander verbinden und dann muss ich noch das Nahrungslager errichten. Ah, hier, das ist jetzt diese Beerenbüsche, die ich dadurch jetzt hier erreichen kann. Ich glaube, 3 Beerenbüsche zu erreichen, ist eine coole Idee. Die Leute stehen neben dem Schrott, neben mir in der Leiste. Ach hier, ich habe 15 Leute. Okay, sehr gut. 15 Leute haben wir, das ist gut. Da war irgendwas mit dem Plus. Ah, hier so. Okay. Und jetzt? Tun die schon, was sie sollen? Und jetzt muss ich das hier aber auch noch miteinander verbinden. Unsere Gemeinde braucht eine neue Trinkwasserquelle. Wir müssen etwa. Ja, das haben wir jetzt geschafft, okay. Täglicher Bedarf. Lagere in den nächsten 24 Stunden Wasser ein. Nahrung und Schrott. Ja, ja, machen wir. Machen wir. Moment, da ist auch nochmal einer. Ich weiß immer noch nicht, was das hier unten ist. Also gut, die sammeln jetzt erstmal hier Nahrung. Der sammelt jetzt hier, so wie es aussieht, sehr, sehr schlechtes Wasser. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir sollen jetzt erstmal Sachen einsammeln, das haben wir jetzt ja. Also es funktioniert auf jeden Fall alles. Das ist das Wichtige. Ankunft merkwürdiger Einödler. Eine Gruppe merkwürdiger Einödler steht da vor unserer Tür und möchte sich uns augenscheinlich anschließen. Sie sprechen mit einer seltsamen Akzent und sie scheinen nicht aus demselben Schutzbunker zu kommen wie wir. Sie müssen es irgendwie geschafft haben, den ganzen Jahren auf der Oberfläche zu überleben. Wir haben etwas Nahrung und Wasser mitgebracht, um uns von ihren guten Absichten zu überzeugen.
Das heißt also, ich bekomme jetzt Schrott. Mit 9 Leute. Ja. Aber die Laune geht runter. Weil wir fremdenfeindlich sind. Überfüllt. Unsere Bevölkerung ist so stark gewachsen, dass wir unbedingt Behausungen für unsere neuen Familien brauchen. Eigentlich würde unsere ganze Gemeinschaft von Häusern profitieren, in denen sie uns ausruhen können. Wenn wir das Problem nicht bald lösen, wird uns die erschöpfende Arbeit immer mehr zusetzen. Baue 3 Häuser. Das haben wir jetzt gerade eben geschafft. Gut. Lebensqualität. Haus. Dann sehen wir mal zu, dass wir unsere Lebensqualität hier mal durch ein Haus steigern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da reinpassen. Wir werden es gleich sehen. Da wuseln sie jetzt rum. Okay, 8 Leute passen da rein. Also es würde Sinn machen, wenn ich wirklich jetzt 3 Häuser baue. Nochmal ein Haus. Und... Ach! Hätte das direkt so machen können. Okay. Egal. Dann ist das ja die Hauptstraße. Hallöchen, Killerloop. Grüß dich. Was wird das hier sein? Fortschritt und Wachstum. Expeditions- und Forschungszentrum. Also wir haben die Häuser gebaut. Was wird unsere nächste Aufgabe sein? Ich glaube, ich kann jetzt auch sagen, dass jetzt hier noch mehr Leute hier arbeiten sollen. Mehr Leute kriege ich jetzt hier erstmal nicht rum. Schrott und Nahrung soll es sein. Zum Glück haben wir kontaminiertes Wasser. Das saufen wir den ganzen Tag rauf und runter. Ich brauche medizinische Hilfe, sagt der eine Charakter. Das ist nicht gut für den Charakter, sage ich jetzt einfach mal. Wir können Expeditionsdienst aufgestellt werden. Du kannst dieses Gebäude nur einmal einsetzen. Forschungszentrum. Ja, wir brauchen jetzt erstmal wieder Mats, um hier irgendwas tun zu können. Nachts scheinen sie nicht sehr tätig zu sein. 1 von 100 hat die Chance, durch kontaminiertes Wasser zu werden, mein Bravera. Ernsthaft? Unsere Nahrung und unser Wasser sind von Giften der alten Welt durch, wodurch selbst das bloße Essen und Trinken unsere Gesundheit beeinträchtigt. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sich eine unbekannte Epidemie in der Gemeinschaft ausbreitet, seit wir selbst noch Nahrung suchen und uns noch mehr und uns nicht mehr auf die sterilen, abgepackten Rationen aus dem Schutzbunker verlassen. Wir müssen irgendwie eine Lösung für diese Gesundheitsrisiken finden. Ja, das ist kein Wunder. Die Leute haben offensichtlich jetzt wirklich jahrelang sind de facto keiner Gesundheitsbelastung ausgesetzt gewesen. In einer komplett sterilen Umgebung, die sind einfach tot. Also, Medizin der Einöde. Baue ein Forschungszentrum, erforsche medizinisches Zentrum. Baue ein medizinisches Zentrum. That's the plan, baby. Aber dafür brauchen wir erstmal Mats. Jetzt haben wir genügend Zeug. Das Forschungszentrum nimmt aber schon Raum ein, ne? Also gut, wir werden es jetzt mal... hier hinsetzen. Wäre jetzt hier mal so mein Ansatz. Also wie gesagt, das hier erinnert mich sehr, sehr stark an Endzone. Sehr stark. Hallöchen, Lennyball. Dyson Factory sucht die Maid, damit wir im Dunkeln leuchten, trinken wir verstrahltes Wasser. Ja, das ist doch praktisch, dann kannst du auf jeden Fall nachts lesen. Ein Tropfen nach dem anderen. Baue ein Expeditionszentrum, gründe ein neues Expeditionsschickes in ein Sumpfgebiet. Es ist in unserer Gemeinschaft bekannt, dass das Wasser aus unseren Brunnen dreckig und mit Giftstoffen kontaminiert ist. Das gute alte Antibiotika im Wasser. Die meisten von uns schaffen es, das trübe Wasser drin zu behalten, aber ein paar müssen sich schon nach wenigen Schlucken übergeben. Wir würden alle davon profitieren, Zugang zu etwas sauberem Wasser zu haben. Wir können das Wasser auch destillieren, Freunde.
Wie wäre es denn damit? Okay, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Ich glaube, hier gehe ich mal runter, dass jetzt hier wiederum 5 Leute arbeiten können. Dadurch machen wir jetzt hier Forschung. Forschung starten. Ich muss die Wasserextraktionsanlage jetzt hier so aussehen. Ne, die habe ich schon. Mengen erhöhen. Erforschen medizinisches Zentrum. Genau. Ich will das medizinische Zentrum erforschen. Ah. Auch hier gibt es Kategorien. Da ist es. Forschung. Also wir erforschen jetzt hier das medizinische Zentrum. Es dauert eine Weile. Wir können aber auch jetzt schon diese Expeditionszentrum machen. Oh, hier kann man... Hier sieht man schon, hier ist ein Ort, wo wir Dingens machen können. Da können wir wohl später Ackerbau machen. Okay, jetzt haben wir genügend Mats. Jetzt haue ich das hier alles raus. Neue Expedition. Nehmen jetzt halt diese 4 Leute mit. Boah, keine Ahnung, was jetzt hier gut ist, was ich jetzt hier mitnehme. Dann, ja, Expedition gestartet. Ich hoffe auch, dass ich hier nochmal ein paar Mats wieder nach Hause hole, ne? Okay. Wo ist es? Zack. Wir speeden es ab. Expeditionsteams aussenden. Sobald du eine Gruppe bereit ist, kannst du sie einfach anklicken und mit dem rechten Mausklick zum falschen Ort schicken. Wenn sie dort ankommen, musst du ein paar Entscheidungen treffen, um das abzuschließen. Acht immer auf ihren Zustand und ihre Ressourcen, wenn sie sich da außerhalb der Siedlung aufhalten. Ah? Die warten. Ah, jetzt kann ich die hier Pause Sumpfgebiet schicken. Ja, das ist eigentlich 1:1. Das ist quasi 1:1 ein bisschen Endzone bis jetzt. Auch das jetzt hier gerade eben. Neue Nachricht. Ein Bote erreicht unser Lager. Es hat eine Nachricht von der letzten Menschenbunker, von denen, die sich im Angesicht der verschwindenden Vorräte nicht mit uns in der Außenwelt gewagt haben. Er erzählt, dass die Hungersnot selbst die Stursten unter ihnen davon überzeugt hat, sich in die Oberfläche zu wagen. Sie sind bereits auf dem Weg zu uns. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Wie komme ich eigentlich jetzt hier wieder zurück? Ah, indem ich hier reinklicke. Okay, also die anderen sind jetzt unterwegs. Wir haben zum Glück kein Wasser mehr. Ich meine, es ist ja eh kontaminiert. Sehen wir es von der positiven Seite. Ja, Montrawand, das geht mir ähnlich tatsächlich. Also, mir haben die 3 Spiele davor besser gefallen. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier dieses Spiel hier für ein besonderes Feature hat. Ich gucke auf jeden Fall mal jetzt gerade eben mal, wohin das jetzt hier gerade eben noch führt. Eine Ressourcenquelle ist erschöpft. Das heißt also, dann mache ich jetzt erstmal hier weiter. Ich glaube, das war der eine Schrotthaufen, den wir da fertig hatten. Oder haben wir... Ne, die Nahrung hatten wir nicht. Ne, die Nahrung ist nicht aufgebraucht. Das erste war eine Art Dungeon Keeper. Aber war auch ziemlich lustig. Expedition, kann ich hier draufklicken? So, die sind jetzt hier angekommen, nehme ich mal an. Okay, als wir uns in dem Feuchtgebiet nähern, wird riesige sandige Erde zu zähem Schlamm und unsere Reise wird anstrengender. Bevor wir allerdings Wasser entdecken, finden wir zuerst ein kleines altes Schiff, das seitlich auf einer trockenen Erde liegt. Niemand von uns weiß, wie es hierher gekommen sein soll. Wir durchsuchen es.
Das dauert ein bisschen Zeit. Wie ihr seht. Als wir uns tiefer in die Sumpfgebiete wagen, scheint eine Figur am Horizont und kommt auf uns. Sie läuft auf Stelzen durch den Sumpf und jedem Schritt ertönt aus dem großen Sack auf ihrem Rücken ein metallisches Klirren. Bevor sie uns erreicht, hält sie und zeigt uns mit schlammbedeckter Hand auf uns. Ja, ich biete euch ihr ein bisschen Schrott an. Okay, die haben wir wohl einfach bestochen. Ein Sturm zieht auf. Als sich die Staubwolke um unser Lager legen, kommt die Arbeit fast vollständig zum Erliegen. Glücklicherweise können jene mit einem Unterschlupf den Sturm in ihrer provisorischen Behausung abwarten. Doch die ohne haben es im Sturm alles andere. Aber ich möchte hier... die haben doch alle ein Zuhause. Die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen hier. Denen geht's doch gut. Ein Tropfen nach dem anderen. Es ist unserer Gemeinschaft bekannt, dass das Wasser aus uns unendrecklich und genau, das ist das, was haben wir geschlossen. Und jetzt muss ich noch irgendwie dieses medizinische Zentrum bauen. Kann ich jetzt da noch weitergehen? Kann ich. Was? Feuchtgebiete. Wandelt kontaminiertes Wasser in schlechtes Wasser um. Also, wir haben etwas gelernt oder entdeckt. Kann ich das jetzt eigentlich erforschen? Das hier muss ich jetzt hier noch bauen. Haus kann ich jetzt hier noch. Ja, jetzt. Dadurch hätten wir jetzt die Forschung für Feuchtgebiete. Ja. Medizinisches Zentrum müssen wir jetzt hier noch starten. Okay. Die nächste Quest ist abgeschlossen. Muss ich halt dafür sorgen, dass hier noch jemand drin arbeitet. Nehme ich mal hier jemanden raus. Dann haben wir jetzt wenigstens einen Menschen, der hier drin arbeitet. Muss wohl Tag sein, damit ich das jetzt erforschen kann. Weil nachts machen die ja nichts. Okay, hier haben wir jetzt unsere Expedition erreicht, endlich die Außenbereiche des Campus. Die größten Gebäude aus Glas und Beton sind zwar zerfallen und verlassen, vermitteln uns aber immer noch den Eindruck, als etwas wie eine eigene Stadt gewesen. Das erste Gebäude ist eine von kurzen verbarrikadierte Halle. Wir klopfen an die Tür, um eine Stimme ruft von drinnen: Wer ist da? Schläger, Berufsschläger. Die Menschen sind sicher Überlebende, wie wir. Wir sollten sie einladen, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Oder wer immer sich in der Halle aufhält, könnte gefährlich sein. Wir sollten sie in Ruhe lassen. Nee, wir freundlich. Wir stoßen auf eine kleine Gruppe von Gebäuden. Ein flüchtiger Blick offenbart außer ein paar... Ich finde es interessant, dass da nichts passiert. Ah doch, ich habe 6 Leute bekommen. Okay, also ja, ich habe 6 Leute bekommen. Das war jetzt bloß sehr, sehr schnell abgehandelt. Da muss man also immer nachlesen, was dann passiert. Okay. Wir stoßen auf eine kleine Gruppe von Gebäuden. Ein flüchtiger Blick offenbart außer ein paar ausgeblichenen Blättern Papier nichts Wertvolles. Eine teilweise eingestürzte Struktur mit dem Schild Chemiewesen klingt allerdings so, als könnte sich dort in dem Geröll etwas Nützliches befinden. Es kann aber auch ein tödlicher Kram sein, wenn da Chemikalien rumliegen. Vor allem nach so langer Zeit. Das ist so eine 50-50-Angelegenheit. Habe ich euch eigentlich von der Schwefelwasserstoffflasche erzählt, die ich als Student gefunden habe, als ich einen Hiwi-Job hatte, die 15 Jahre über dem TÜV war? Die lag da so rum und war voll. 15 Jahre über dem TÜV. Mir ging der Arsch auf Grundeis und ich habe meine Kumpels, die beide Chemiker waren, gefragt, weil das war in dem Labor, wo sie normalerweise gearbeitet haben, und ich war
Nur, also, ne, Schwefelwasserstoff, überhaupt kein Spaß. Boom, halbes Gebäude weg. Meine Kumpels, die da auch gearbeitet haben, die beide Chemiker sind, habe ich gesagt, also ich habe das Gefühl, das ist eine schlechte Sache. Und die gucken sich das an und so, oh, scheiße. Die haben dann mit unserem gemeinsamen Chef geredet, dem Prof. Und der hat es total locker gesehen und hat gesagt, ja, da kümmert er sich irgendwann mal drum. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Anschlüsse waren komplett verrostet. Du hast gesehen, das Ding ist gefährlich. Und einer von den beiden, also von meinen Kumpels, hat nachdem es, der Chef nicht eingesehen hatte, sich darum zu kümmern, keine Ahnung warum, der hat es nicht ernst genommen, hat er dann irgendwann, also ich habe ihn später gefragt, und was habt ihr dann daraus noch gemacht? Weil ich war ja froh, dass ich weg muss. War ja nicht mal meine Uni. Und er hat dann gemeint quasi, so, ja, er hat es dann verschwinden lassen. Zwinker, zwinker. Also es offiziellen Chemiemüll gebracht, aber ohne es dem Chef jemals gesagt zu haben. Weil der Chef, der war so ein Messi, der war immer der Meinung, ach, das kann man bestimmt noch brauchen. Der hat nie was wegwerfen können, aber das war... Oh... Nee, die liegt da nicht mehr. Die liegt da nicht mehr, Montrabant. Das weiß ich. Die haben sich drum gekümmert. Aber es war abenteuerlich. Okay, wir werden auf jeden Fall jetzt hier kein Risiko verschwenden, Schrott zu bekommen. Wir durchwühlen die Überreste und gehen dabei unter Umständen drauf. Endlich erreichen wir... Ach nee, genau, das ist immer dasselbe. Zack. Oh, wir haben dadurch jetzt ein Gemeindezentrum erlernt. Okay. Also ihr seht, was wir jetzt hier alles hier noch finden könnte. Also das mit dem Erkunden geht hier auf jeden Fall endlos weiter. Jetzt gehen die erstmal wieder nach Hause, weil woanders wollen die gerade eben nicht. Dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Wahrscheinlich müssen die jetzt erstmal die Leute nach Hause holen. Boah, die Feuchtgebiete brauchen aber auch echt lang zum Erforschen. Genau, Bombenstimmung, definitiv. So. Feuchtgebiete. Also wir müssten jetzt hier irgendetwas basteln. Na, wir machen das mal ganz, ganz schnell hier noch. Die Zeit eilt ja. Und jetzt könnten wir hier wahrscheinlich... Genau, jetzt können wir aus dem kontaminierten Wasser schlechtes Wasser machen. Das zur Versorgung von Bevölkerung und Bewässerung verwendet werden, hat eine mittlere Vergiftungswahrscheinlichkeit. Yay! Das Wasser ist jetzt ein bisschen weniger giftig. Jetzt habe ich eine Lebenserwartung von 30 statt von 20 Lebensjahren. Oh, fuck my life. Ich kann auf solche Sachen nur mit Humor reagieren, Leute, ne? Mit maximalem Zynismus. Eieieiei. Okay. Also wir sehen, wohin diese Art von Spiel geht, naja. Ich meine, in die richtige Richtung wird besser. Genau, Funny Red Eye. Es geht nach oben, nicht nach unten. Das ist schon mal gut mit der Lebenserwartung. Sehr kranke Bürger. Dehydrierte Bürger. Okay, ich guck mal, ob sich das jetzt hier gleich noch irgendwie regelt, sobald das Ding jetzt hier richtig benutzt wird. Ach Gott, ich muss ja das hier noch verbinden. Genau. Und jetzt dürfte der anfangen, hier richtiges Wasser draus zu machen am nächsten Tag. Krank. Ja, den Leuten geht's eher so mittelschlecht. Komm, wird wieder Tag. Mitglieder der Bevölkerung verlieren. Ja. Können wir wohl nichts dagegen machen, dass Leute hier über die Klinge springen.
Ankunft Überlebender. Wir heißen sie willkommen. Es verschwindet auch immer wieder jede Menge Wasser. Wovon hängt das ab, dass das Ding jetzt hier anfängt zu arbeiten? Ach, es braucht immer 300 Wasser. Hm. Es können auch Unfälle passieren. Denn oh. Ich habe gerade 2 Pops verloren. Das ist schlecht. Fangt ihr mal an damit? Ich bin mir gerade eben nicht sicher, warum hier... Also wir sehen, dass der Wasserspeicher hier oben sich füllt. Aber warum passiert hier nichts? Ach, das wird direkt von den Leuten konsumiert. Also das ist eine Erklärung, die ich akzeptieren kann. Das wird direkt konsumiert, Leute. Ach, warte mal, du hast recht, ich brauche einen Wasserspeicher. Sekunde, wir bauen sofort nochmal einen weiteren Wasserspeicher. Das kann so wahr sein, was ihr gerade eben gesagt habt. Ja. Und jetzt haben wir auch das Wasser. Es ist so ein bisschen Factorio noch mit drin. So 1% gefühlt. Also wir haben auch hier so eine Art Produktionskette, wobei hier die Produktionskette daraus besteht, dass wir Wasser um. Okay. Der empfiehlt ein Haus. Ja, ich merke gerade eben, dass mir Häuser fehlen. Aber nachts bauen die auch nicht. Selbst dann nicht, wenn sie kein Haus über, kein Dach über dem Kopf haben. Jetzt haben wir Häuser. Für 30 Leute, aber eigentlich fehlen sogar noch mehrere Häuser, wie ich gerade eben realisiere. So. Bestandsaufnahme. Eine Hitzewelle beginnt. Die Aufgabe Rationierung wird gestartet. Unsere neuesten Erkenntnisse haben bewiesen, dass unsere wertvollen Ressourcen begrenzt sind. Je als zuvor. Bis wir eine dauerhafte Lösung für unser Wasserproblem gefunden haben, sollten wir die Möglichkeit finden, diese entscheidende Ressource effizienter zu verwenden. Okay. Und wie mache ich das jetzt? In eine Technologie, die den Wasserverbrauch reduziert. Effizienzerhöhung. Zufuhrmengenerhöhung. Erhöht die auch auf die Umwandlungsrate von Feuchtgebieten und bekannte Technologie. Also das kann ich zum Beispiel erforschen. Oder das Gemeindezentrum erforschen. Ich mache mal das Gemeindezentrum. Wahrscheinlich ist da irgendwie... Also wenn das jetzt auch so ist wie bei Endzone, dann haben wir hier fast einen Endzone-Klon. Klon. Jetzt mal Pause. Gemeindezentrum. Ja, ohne Witz, das ist ein Endzone-Klon. Wir haben keine Nahrung. Ja, das ist gerade eben gar nicht so schlimm. Ich probiere gerade aus, Leute. Ich kann jetzt hier noch mehr Nahrung holen. Bin gerade hauptsächlich am Probieren. Hier müssen auch noch Leute arbeiten. Und jetzt kann ich hier bis alle Mittel... Tagen tagsüber zur Schrottsammlung bei aktive Plätze. Okay. Arbeitskräfteverteilung.
Okidoki. Was ist das hier? Geschwindigkeitszunahme, allgemeine Gesetzeserweiterungen. Editionszentrum. Speicher. Erhöht dauerhaft die Zufuhrmenge von Wasser. Okay, wir sind aber schon bei 18 Uhr, Leute. Ich weiß, dass die anderen Spiele ein bisschen mehr Zeit gefressen haben. Aber, also mein Fazit von dem, oder mein Zwischenfazit von dem Spiel, ne, also jetzt nach einer Dreiviertelstunde, die wir das jetzt hier gespielt haben, ist also, es spielt sich sehr wie Endzone, A World Apart. Nur halt noch in diesem anfänglichen Stadium und jetzt halt so als Wüste. Es ist optisch auch ein bisschen weniger hochentwickelt. Ich glaube schon, dass es Spaß machen kann. Aber es holt mich jetzt gerade eben nicht so ab wie die drei Spiele davor. Deswegen gehen wir jetzt weiter und spielen noch das letzte Spiel für heute Abend von Steam Next Fest, was ich rausgesucht habe.